Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte und heute mit einer super interessanten Sendung zum Thema UFOs und Entführungen. Und für dieses ganz besondere spannende Thema habe ich mir den führenden Experten im deutschsprachigen Raum eingeladen, Dr. Marcel Polte. Ja, Hi vielen Dank, Marcel. Charles, für die Einladung Freue zu dem mich. Thema, was in der Tat gut zum Titel deines Kanals passt. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du da bist, dass du bereit bist, mir dieses Interview zu geben, dieses Gespräch mit mir zu führen. Ich finde, das Thema es gewinnt mehr und mehr an Relevanz. Ich selber bin wirklich kein Experte auf diesem Themengebiet. Insofern ist es super, dass du dich bereit erklärt hast, hierfür mit deinem Fachwissen Rede und Antwort zu stehen und mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich glaube nämlich, es ist ein Thema, von dem wirklich jeder schon gehört hat. Womit aber ganz viele ja nicht wirklich viel anfangen können. Einige stecken da tief drin, vielleicht auch teilweise etwas versponnen. Andere wiederum lehnen das Thema komplett von vornherein ab. Und du hast dich halt über wirklich viele Jahre sehr intensiv und seriös und sachlich mit dieser Thematik, mit dieser ja wirklich auch exotischen Thematik befasst. Und das finde ich auch umso interessanter. Du bist ja eigentlich von Haus aus Jurist. Genau. Und bist aber mittlerweile auch Hypnosetherapeut, Sachbuchautor. Also du hast wirklich ja einen ganz interessanten Lebensweg, was du so alles gemacht hast. Aber das ist so praktisch, würde ich ja sagen, so deine private Leidenschaft, dieses Thema zu erforschen, ne? Genau, absolut, kann man so sehen. Kurzen Disclaimer: Bei so, sag mal, Begriffen wie führender Experte muss man immer aufpassen. Das kann man so nicht sagen. Ich habe das Thema natürlich hier im deutschsprachigen Raum sehr intensiv erforscht und vor 3 Jahren war es, glaube ich, dann das Buch auch zu dem Thema veröffentlicht, was in der Tat auch das Einzige ist jetzt aus dem aktuellen Zeitraum. Insofern stimmt das schon, dass ich mich dann mit dem Thema doch intensiver als andere befasst habe. Aber es war auch schon mal in den 90er Jahren Thema, da werden wir zu kommen, auch in Deutschland. Auch da haben sich Menschen seriös mit beschäftigt. Ja, also ich darf dich ja so loben. Ja. Man selber ist natürlich immer bescheidener, aber aus meiner subjektiven Wahrnehmung bist du das. Und wir können ja auch mal ganz kurz dein Buch zeigen. Und zwar hast du dieses Buch hier geschrieben: Greys, weltweites Wirken und Entführungen in Deutschland. Ich finde es super interessant. Das ist auch gar nicht so dünn. Also da hast du wirklich ganz viel Wissen zusammengetragen, du hast die amerikanische Literatur zum Thema durchforstet und zusammengefasst, du hast deutsche Fälle erforscht, ja auch persönlich als Hypnosetherapeut. Vielleicht kannst du ein bisschen was noch über deine Forschung auch mit Hypnose als Forschungsinstrument erzählen, so ein bisschen zur Einleitung. Ja, sehr gerne. Also ich kam zum Thema Hypnose in der Tat wegen meines Interesses an diesem sogenannten Entführungsphänomen, wo wir später nochmal sagen, was das genau ist, wo ich aber schon aus der US-Fachliteratur sehr schnell rauslesen konnte, dass es bekannt ist in diesen Forschungskreisen, dass Hypnose da ein sehr wichtiges, wertvolles Werkzeug ist, um solche Fälle zu erforschen, um an Erinnerungen ranzukommen von Personen, die glauben oder behaupten, solche ungewöhnlichen Kontakterfahrungen zu haben und wo üblicherweise diese Erfahrungen zunächst nur bruchstückhaft vorhanden sind, zum Beispiel in Form von Flashbacks oder vielleicht auch Albträumen oder Träumen im Allgemeinen. Und man dann herausgefunden hat, dass man mit der Hypnose an sehr viel mehr an Erinnerungen rankommt, bis hin zu Detailbeschreibungen. Und eben auch, aber das müssen wir später dann nochmal näher behandeln, sich im Detail und auch in den Mustern diese Erfahrung gleichen. Das hatte mein Interesse dann an Hypnose geweckt und ich dachte mir dann ja, erstens will ich selber mal überprüfen, was da die amerikanischen, aber auch deutschen Autoren seit Beginn der 80er und vor allem auch in den 90ern sehr intensiv geschrieben haben zu dem Thema, die inzwischen tausenden Fälle, die da untersucht worden sind. Das klang alles sehr seriös und sehr überzeugend und in sich konsistent. Aber natürlich bei so einem heftigen Thema und bei so einer heftigen Behauptung, es gäbe fremde Wesen, die Kontakt haben zu Menschen und diese auch mitnehmen, will man es natürlich dann ganz genau wissen. Und deswegen hatte ich mich dann entschieden, selber zu forschen auf dem Gebiet, das heißt selber Kontakt aufzunehmen oder mich als Kontaktperson anzubieten für Menschen, die solche Erfahrungen haben und da mehr wissen wollen, und hatte zu dem Zweck die Hypnosetechnik gelernt,
und habe dann aber auch, um die, das kennst du ja selber, therapeutisch nutzen zu können, den Heilpraktiker für Psychotherapie abgelegt und habe dann, abgesehen jetzt von dem Thema, über das wir heute sprechen, auch die Hypnose sehr ja, gewinnbringend oder sehr zielführend einsetzen können, zum Beispiel bei meinen Forschung zum Thema Remote Viewing, das heißt der Fernwahrnehmung, die von der CIA in den 1970er Jahren entwickelt wurde, wo auch tausende CIA-Dokumente belegen, dass die CIA das Projekt durchgeführt hat, dass es so eine Fähigkeit der Fernwahrnehmung gibt, wie man die mit bestimmten Protokollen auch nutzen kann. Und da hatte ich dann eigentlich nur aus Interesse dann auch Menschen dann in so einen Entspannungszustand geführt oder ich sag mal Personen, von denen ich glaubte, sie könnten da so eine Begabung haben. Und da hat sich tatsächlich das dann auch bewahrheitet, was bei der CIA immer wieder rauskam, dass mir dann Personen beispielsweise beschreiben konnten, einen Gegenstand, den ich vorher in eine Kiste gelegt hatte, und von dem sie dann nicht gesehen hatte, wie ich ihn reingelegt habe, wie der aussieht, wie der sich anfühlt, welche Eigenschaften der hat. Also insofern für Forschungszwecke ein interessantes Werkzeug, aber natürlich, und das weißt du, sehr interessant und zielführend halt auch für therapeutische Themen. Ja, das ist ja auch so eine Überschneidung, die wir haben. Ich bin ja auch Hypnosetherapeut und ich habe die Hypnose jetzt nie für Forschungszwecke in diesem Bereich genutzt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen aus meinen Erfahrungen an mir und auch an Klienten, dass das sehr gut möglich ist. Man kann unter Hypnose in diesem Trancezustand wirklich an tiefe Erinnerungsschichten zurückgreifen und aber auch so übersinnliche Wahrnehmungen und solche Dinge erleben. Also das kann ich auch aus meiner Erfahrung bestätigen. Insofern super, super spannend. Vielleicht steigen wir einfach mal damit ein, in den letzten Wochen, da ist ja was in den Systemmedien, so nenne ich sie mal, da ist ja was echt Interessantes passiert. Und zwar wurde wirklich von offizieller Seite darüber berichtet und zugegeben, dass es ein UFO-Phänomen gibt. Ich meine, für mich ist das nicht neu. Es gibt das UFO-Phänomen, was auch immer dahinter stecken mag. Ich selber bin da eher Agnostiker oder nicht festgelegt. Aber es wurde jetzt von offizieller Seite bestätigt. Und das können wir vielleicht ja mal so ein bisschen als Einstieg nehmen. Was wurde denn da genau bestätigt und von wem? Ja, das ist in der Tat sehr spannend. In der Tat ist es natürlich so, wer sich ernsthaft mit dem UFO-Phänomen befasst, auch in Deutschland gibt es ja hier wirklich sehr gute Forscher wie Illobrand von Ludwiger, ein Physiker, der sich seit Jahrzehnten mit der Thematik befasst, der weiß natürlich, dass an dem UFO-Phänomen etwas dran ist. Der kennt die Fälle, die seit den 1950er Jahren berichtet werden. Der kennt die Aussagen auch von Insidern, von Piloten, von Militärs, von Regierungsbeamten. Der weiß auch, dass es diverse Länder gibt, die staatliche UFO-Forschungseinrichtungen haben. Auch das weiß ja kaum jemand. Beispielsweise unser Nachbarland Frankreich hat seit langer Zeit schon eine staatliche UFO-Untersuchungsbehörde, die an die nationale Weltraumbehörde dort angegliedert ist. Und genauso gab es ja auch in anderen Ländern schon immer wieder UFO-Forschungsprojekte in Großbritannien, in den USA und so weiter. Dennoch war das Thema in den Medien seit den 1950er Jahren ein absolutes Tabuthema. Zeitweise ging es mal vor vielen, vielen Jahren durch die Medien, als einfach die Sichtungen so viel wurden, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg dann, was auch dazu führte, dass in den USA dann das berüchtigte Project Blue Book eingerichtet wurde. Ein Untersuchungsprogramm des US-Militärs, wo einfach der Auslöser war, dass es zu viele Zeugen seitens von Zivilisten, aber auch von den Militärs gab. Und da die Aufregung immer größer wurde, was ist das, was wir da sehen? Und da ein gewisser Handlungsbedarf bestand. Das wurde dann aber irgendwann, kann man sagen, eingestellt, unter den Teppich gekehrt, muss man genauer genommen sagen, weil durchaus die Untersuchungen zeigten, da ist was dran, aber man wollte es dann offiziell nicht weiterverfolgen, so dass in der Tat dieses Thema nie großartig oder dann in den letzten Jahrzehnten also gar nicht mehr auf dem Schirm der Medien war. Eher im Gegenteil, wer sich damit befasst hat, auch seriös, auch Wissenschaftler, die sich damit befasst haben, für die war das dann in der Regel das Karriereende oder sie wurden zumindest sehr stark angegangen, auch von den Medien und lächerlich gemacht. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir was Außergewöhnliches beobachtet, wobei man sagen muss,
Und das weiß man nur, wenn man die Thematik etwas enger verfolgt hat. Das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, war nur der vorläufige Höhepunkt einer Kampagne, die genau im Dezember 2017 begonnen hat, nämlich mit Headlines in den großen amerikanischen Zeitungen, in der New York Times, der Washington Post und Politico, sozusagen taggleich wurde dort auf einmal berichtet über ein UFO-Programm des Pentagon, was bis 2012 über mehrere Jahre gelaufen haben soll, wo ein Insider, nämlich der ehemalige Leiter dieses Programms, Luis Elizondo, der Zeitung berichtet hat, der New York Times, um was es bei dem Programm ging, dass man nämlich unbekannte Flugobjekte, die dann unbekannte Luftraumphänomene, UAPs genannt wurden, um von diesem etwas negativ behafteten Begriff der UFOs wegzukommen, dass man die dort systematisch über Jahre hinweg erforscht hat, dort auch gewisse Dinge herausgefunden hat. In diesem ersten Artikel schon aus 2017 war schon die Rede davon, dass beispielsweise Materialien sichergestellt worden sind, die in extra umgebauten Gebäuden dann gelagert und untersucht worden. Und es wurden damals schon zeitgleich Videos veröffentlicht aus den Cockpits von US Navy Kampfjets, wo mit neuester Aufnahmetechnik auch im Infrarotbereich Objekte erfasst worden sind, die man sich nicht erklären konnte, wo man, viele kennen die auch, die Aufnahmen, auch die Stimmen der Piloten hört, die da gar nicht fassen können, was sie sehen können, diese Geschwindigkeiten und Richtungswechsel, die man da beobachten kann. Also da ging schon los und damals war mir schon klar, als ich das mitbekam, da muss mehr hinterstecken. Das muss der Beginn einer Kampagne sein und das hat sich dann auch immer wieder bewahrheitet. Ich habe das natürlich dann auch eng verfolgt. Das heißt, alle 3-4 Monate kamen dann wieder Berichte an allen großen Zeitungen in den USA. Zum Teil wurden die dann auch zögerlich in Deutschland aufgenommen. Beispielsweise, dass dann wieder ein neues UFO-Video von der Navy veröffentlicht wurde. Oder man muss erst mal sagen, geleakt wurde. Dann die nächste Meldung war, dass das Pentagon tatsächlich bestätigt hat, die Authentizität dieser Videos. Dann gab es eine Meldung, dass man die Sichtungsrichtlinien beim Militär angepasst hat, damit solche Sichtungen in Zukunft dann auch ohne Zögern weitergegeben werden. Dann gab es eine Meldung, dass Senatoren und sogar Präsident Trump classified da unterrichtet worden sind über dieses Projekt und was man da weiß. Also es kam immer wieder. Warum es jetzt noch mal ganz stark kam, war, dass im Zuge dieses Ganzen noch unter der Trump-Ära ein Gesetz im Rahmen eines Gesetzespaketes verabschiedet wurde, wo den Geheimdiensten ein Zeitraum von 180 Tagen gegeben wurde, alles Wissen zusammenzufassen, was sie über das UFO-Phänomen gesammelt haben. Und von daher wusste man in den Medien und in der Öffentlichkeit und natürlich in Forscherkreisen, dass da quasi eine Deadline läuft. Und die endete jetzt, ich meine, Anfang Juni, dass dann spätestens vom Pentagon beziehungsweise vom Director of National Intelligence, so nennt sich die Stelle dort, so ein Bericht vorgelegt werden muss. Und das war das, was jetzt erwartet wurde und was dann tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Und eine Frage war ja, was wurde dazugegeben? Also der Bericht selber fällt relativ knapp aus und enthält weniger, als viele sich gewünscht hätten oder erwartet haben. Dennoch muss man sagen, wird eindeutig vom Pentagon, vom US-Militär zugegeben, dass es insgesamt in dem Zeitraum der letzten knapp 20 Jahre 144 Sichtungen gab von unbekannten Luftraumphänomenen bzw. unbekannten Flugobjekten, wovon nur eins dann aufgeklärt werden konnte, irgendwie als ein Ballon mit abnehmender Luft, aber alles andere, zum Teil auch, wie es dort im Bericht heißt, auf mehreren Sensoren erfasst, also gleichzeitig Radar, Bildschirm, Augenzeugen, alles andere, also alle 143 weiteren Sichtungen, die auch nicht nur in den USA, sondern weltweit erfolgten, kann man sich eben nicht erklären. Interessant ist aber vor allem, was nicht in dem Bericht steht, was auch die Insider vorher schon
von sich gegeben haben, weswegen auch die Erwartungen bei vielen dann etwas höher waren an den Bericht, wobei auch das schon eine Sensation ist. Das Pentagon sagt, ja, es gibt UFOs, UFOs sind real. Wobei man sagen muss, das war schon vor vielen Jahren, also vor 2 Jahren, glaube ich, etwa eine Headline in der Washington Post, wo es hieß, UFOs sind real. Wir müssen uns mit dem Fakt abfinden und die Frage stellen, was dahinter steckt. Und was halt interessant ist, ist, dass zum einen Luis Elizondo, der ehemalige Leiter dieses UFO-Pentagon-Forschungsprojekts, der schon sehr konkrete Aussagen gemacht hat, indem er gesagt hat, das, was wir dort sehen und gesehen haben und erfasst haben, auf Video und auch auf Radar, das ist keine, nach unserer Einschätzung, keine eigene US-Technologie. Weil logischerweise kommen ja nur bestimmte Erklärungen in Frage. Es ist eine irdische Technologie, das heißt, es kann eine amerikanische sein oder von einer fremden Macht, wobei da auch die Kandidaten begrenzt sind. China und Russland werden dann natürlich genannt als führende weitere Industriemächte. Und es wurde aber dann ausgeschlossen, dass es amerikanische Technologie ist, auch in dem Bericht. Und es wurde auch schon vorher gesagt von dem früheren Director of National Intelligence, John Ratcliffe, dass es zumindest mal keine US-Technologie ist. Und was noch interessant ist, weil dann natürlich die Stimmen laut wurden, ja gut, es ist von den Russen, die arbeiten an Hyperschallwaffen und Ähnlichem. Es kann sicher sein, dass ein Prozentsatz wirklich darunter fällt, aber bestimmte Aufnahmen, die man gemacht hat und Beobachtungen, können eben nicht damit erklärt werden. Und da wurde eben dann auch gleich argumentiert, sowohl von Luis Elizondo als auch von Ratcliffe, dass eben diese Sichtungen losgingen in den 50er Jahren. Und in den 50er Jahren kann man ausschließen, dass sowohl die USA, aber erst recht dann China und auch Russland Technologie hatten, die dieses Flugverhalten zeigt. Also Flugverhalten heißt in dem Fall bei sehr, sehr hoher Geschwindigkeit abrupte 90-Grad Richtungswechsel, die ein Mensch unter keinen Umständen überleben kann wegen der Trägheitskräfte, die da wirken. Objekte, die innerhalb von Sekunden vom Meereshöhe bis zu einer höchsten Atmosphärenschichten sich bewegt haben. Objekte, das nannte man jetzt Transmedium Travel, die zwischen Luft und Wasser sich bewegen. Also wo auch, wenn man sagt, manche sind Drohnen, das schon wieder höchstwahrscheinlich ausscheidet nach irdischen Maßstäben, dass ein Objekt einfach mal so aus dem Wasser kommt oder ins Wasser eintaucht oder auch in den Weltraum dann weitergeht. Und so wurde sozusagen die irdische Erklärung von diesen Insidern schon ausgeschlossen. Das muss man sozusagen dazu lesen oder dazu nehmen, wenn man sich den Pentagon-Bericht anschaut. Und dann kommt man natürlich dann schon in die Bereiche, wo man sagt, na, was ist es dann sonst? Und da hält sich Luis Elizondo recht bedeckt, wobei er schon 2017 in einem Interview, als er auf CNN gefragt wurde, was ist denn Ihre persönliche Meinung, sagte, we may not be alone. Also wir sind möglicherweise nicht alleine. Also da hat er schon einen starken Hinweis gegeben und sagt jetzt halt ebenso, wir haben es hier nach unserer Einschätzung mit etwas Unbekanntem zu tun. Ob das jetzt interdimensional ist, außerirdisch und so weiter, kann er nicht sagen oder will sich da noch bedeckt halten. Aber in die Richtung geht das. Und das ist wirklich jetzt der aktuelle Mainstream-Stand, kann man sagen, zum Thema UFO-Phänomen. Was mich jetzt interessieren würde, du als Experte, der die ganze Thematik, die Szene, die Berichterstattung ja nun über so viele Jahre verfolgst, was ist dein ganz persönlicher Verdacht? Was steckt hinter dieser Kampagne? Also ist es denkbar, ja, die Geheimdienste oder die Regierung der USA, die sind so gutmütig, die wollen jetzt endlich zugeben, dass da was ist? Oder ist das eine Art Manipulation in eine gewisse Richtung? Und wenn ja, warum soll dort ähnlich wie, ja, sage ich mal, der unsichtbare, überall theoretisch zuschlagende Terrorismus oder die Pandemie, soll da jetzt wieder so ein Szenario aufgebaut werden? Wie schätzt du das ein? Was hat es damit auf sich? Ist eine sehr gute und wichtige Frage. Also es gab zum Beispiel die ehemalige Sekretärin von Werner von Braun, dem bekannten Raketenwissenschaftler,
der ja nach dem Zweiten Weltkrieg von den aus Deutschland über das sogenannte Project Paperclip, wo hunderte Nazi-Wissenschaftler dann in die USA gebracht wurden, in die USA kam und dort erfolgreich ja an Raketen geforscht hat. Dessen Sekretärin hat mal in einem Interview, das gibt es manchmal auch noch auf YouTube, gesagt, es gäbe gewisse Bedrohungsszenarien, die bestimmte Kreise nutzen würden oder sich in der Hinterhand halten und nannte da in der Tat neben Terrorismus auch dann die Alien Card, die man auch noch hätte, um ein sozusagen falsches ET-Bedrohungsszenario zu schaffen, um im Ergebnis dann eine bestimmte Agenda durchzusetzen. Und ich muss sagen, das Szenario halte ich für möglich, im Moment sogar noch für am wahrscheinlichsten, weil es keine zufriedenstellende Erklärung gibt, warum man nach 70 Jahren Tabu jetzt auf einmal ganz verstärkt dieses Thema durch die Mainstream-Medien peitscht, kann man sagen. Aus reiner Gutmütigkeit, weil man sagt, es ist jetzt Zeit, die Menschen drüber aufzuklären, halte ich für eher unwahrscheinlich, gerade auch, weil man schon die Ausgangsstory sozusagen falsch ist oder fake ist. Man stellt es so hin seitens des Pentagon und des Militärs und auch der Medien, als wenn man quasi 70 Jahre etwas übersehen hätte oder es nicht ernst genommen hätte. Und jetzt einige mutige Insider gibt, die sagen, das muss jetzt mal aufhören, dass ihr das ignoriert. Das ist doch eine Gefahr für die nationale Sicherheit, wenn hier über Jahre hinweg über den US-Kampfschiffen immer wieder Objekte erscheinen, zum Teil täglich gesehen wurden. Kann doch nicht sein, dass ihr das nicht ernst nimmt. Das kann doch für uns gefährlich sein. Und deswegen müsst ihr euch das jetzt mal genauer ansehen. Das ist sozusagen die Rahmengeschichte, die hinter dieser Offenlegungskampagne steckt. Möglich ist es, dass das so ist, aber es klingt sehr gekünstelt und widerspricht halt dem, was wir wissen, dass sich nämlich das Militär durchaus schon sehr lange und intensiv mit den Themen befasst. Es ergibt sich auch aus CIA-Dokumenten diversen, wo immer wieder davor gewarnt wurde, man müsste sich mit dem Thema befassen, schon in den 50er Jahren. Auf ein Dokument war ich gestoßen, wo sogar drin steht, man müsste eine Taktik entwickeln, um die Öffentlichkeit, dass der sozusagen das Thema ihr auszureden, damit da keine Panik entsteht bei den vielen Sichtungen. Und solche Dinge standen da schon vor Jahrzehnten drin. Also ich halte es eher für eine Aktion, die auf ein bestimmtes Ziel hinsteuert. Möglicherweise dann wirklich ein Bedrohungsszenario, was da aufgebaut werden soll, vielleicht um Militärausgaben zu steigern, vielleicht aber auch wirklich, um zu sagen, wir haben jetzt hier eine weltweite gemeinsame Bedrohung, also müssen wir jetzt hier auch weltweit antworten und unter einer gemeinsamen Führung müssen jetzt, weiß ich nicht, Notstandsgesetze erlassen werden und man könnte ja rein theoretisch auch relativ leicht dann das Ganze noch sich zuspitzen lassen, indem angeblich ein Kampfjet abgeschossen wurde von einem bösen UFO oder ähnliches. Wobei man sagen muss, dass das Phänomen bislang sich grundsätzlich nicht als feindlich erwiesen hat in all den Jahrzehnten. Ja, ich find's, also insofern muss man skeptisch sein. Ne? Ich finde es interessant, dass das ganze UFO-Thema ist so schon kompliziert genug und jetzt wird dadurch, dass jetzt solche Kreise es offiziell machen, das, kriegt das Ganze noch so eine doppelte Ebene, sowas Doppelbödiges, ja. Weil auf der einen Seite, wir haben das echte UFO-Phänomen, das rätselhaft ist, das erforschenswert ist und jetzt haben wir noch in den Medien von Staatsseite das UFO-Narrativ, was ganz sicher manipulativ ist, was teilweise vielleicht ja auch echte Informationen dann natürlich irgendwie publik macht, aber wo man irgendwie gesteuert wird. Und dadurch wird es jetzt noch komplizierter aus meiner Sicht, eigentlich sich seriös damit zu befassen. Aber dafür machen wir auch solche Sendungen, um da irgendwie Klarheit reinzubekommen. Ich habe noch einen Gedanken und da würde mich interessieren, wie du das einschätzt. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, wo du jetzt schon den Namen Werner von Braun erwähnt hattest und so Theorien, dass im Dritten Reich an so Flugscheiben, UFO-artigen Technologien geforscht wurde. Ist da aus deiner Sicht was dran? Könnte das ein Zusammenhang sein? Wäre das eine nicht amerikanische Technologie, die irgendwo durch die Gegend fliegt? Ich finde es halt so auch so auffällig, 45 endet der Krieg, 47 ist dieser Roosevelt-Absturz. Für mich ist das irgendwie alles so ein bisschen fragwürdig, dubios. Was steckt dahinter? Ja.
Ja, also die Gerüchte gibt es natürlich, die halten sich auch beständig seit Jahrzehnten, dass es schon Nazi-Technologie gab in dem Bereich. Die Glocke ist da so ein immer erwähnter Begriff, das ist so ein glockenförmiges Flugobjekt, soll das gewesen sein, was da mit Antigravitation gearbeitet hat. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich habe bisher keine wirklich mich überzeugenden Dokumente oder Aussagen gesehen. Also insofern würde ich es eher als vielleicht eine falsche Fährte abhaken. Und was du gesagt hast wegen dieser zeitlichen Koinzidenz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es da losging, da gibt es eine andere Erklärung, die auch viel überzeugender ist, als dass dann Nazis, die irgendwie, weiß ich nicht, in die Antarktis geflüchtet sind, von da aus dann die UFOs haben starten lassen. Und das ist, dass wir eben nach dem oder mit Ende des Zweiten Weltkrieges mit Atombomben haben angefangen, sie einzusetzen und umzuexperimentieren als Menschheit. Und das ist offenbar aus Sicht dieser fremden Intelligenzen ein ganz einschneidendes Ereignis in der Menschheitsgeschichte gewesen, dass wir mit atomarer Technologie experimentieren, mit der Umwandlung von Materie in Energie, die ja ein ganz anderes Ausmaß an Zerstörung erreichen kann als herkömmliche Techniken. Und zwar, weil berichtet wird, und das ist gut belegt, auch durch Aussagen von den Militärzeugen, dass immer wieder diese Flugobjekte über atomaren Anlagen gesichtet worden sind, über Abschussanlagen, über atomaren Forschungsanlagen. Ist in CIA-Dokumenten auch dokumentiert. Es gab einen Forscher, der hat vor einigen Jahren Robert Hastings ein Buch geschrieben, wo er Dutzende Militärzeugen über viele, viele Jahre hinweg zu genau diesem Punkt interviewt hat und dort Zeugenaussagen zusammengesammelt hat, so dass es in der UFO-Forschung völlig unstreitig und gut belegt ist und auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass diese Flugobjekte sich interessieren für diese Anlagen. Es gab Fälle, dokumentierte, wo sogar Abschusssequenzen zum einen in Gang gesetzt worden sind, während in der Zeit über dem Gelände ein Flugobjekt gesichtet worden sind. Also hochdramatisch, auf einmal fährt eine Abschusssequenz los und es hätte einen Weltkrieg geben können. Das konnte dann noch gestoppt werden. Aber es wurden genauso, und das war häufiger, die Anlagen außer Gefecht gesetzt, die eigentlich völlig autark arbeiten, wo das gar nicht hätte passieren dürfen, logischerweise, ist es mehrfach passiert, dass dann diese Anlagen runtergefahren worden sind. Und das soll auch nicht nur in den USA passiert sein, wo die Fälle belegt sind, sondern auch in Russland oder damit in der Sowjetunion, so dass man glaubt, diese vielen Sichtungen haben ja mit den Aktivitäten der Menschheit im Bereich dieser atomaren Energien zu tun. Und du erwähntest Roswell, wo natürlich auch viele jetzt erstmal denken würden, ja, das ist so ein typisches Verschwörungsszenario oder Verschwörungsgeschichte. Da scheint aber wirklich, anders als jetzt an dem Dritte Reich-Szenario, etwas dran zu sein, weil es zum einen, was manche nicht wissen, nach diesem angeblichen Absturz von oder dem Auffinden von Untertassen in der Nähe da von Roswell in New Mexico, dass es da zunächst mal einen Zeitungsbericht sogar gab, der gesagt hat, ein Flying Saucer ist jetzt abgestürzt. Und der Bericht wurde dann aber wenig später widerrufen. Und es gibt diverse Zeugen seitdem, auch die direkt an dieser Unfallstelle waren oder in sonstiger Form mit der Bergung beteiligt waren, die dann auch vor ihrem Tode dann nochmal berichtet haben, was sie erlebt haben, weil alles sofort unter strenge Geheimhaltung fiel. Also auch die Anwohner durften überhaupt nicht drüber reden, was da so passiert, als das ganze Militär dort aufgelaufen ist. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Zeugen, nämlich Dr. Edgar Mitchell, der sechste Mann auf dem Mond, ein Apollo-Astronaut, der sich aber auch sehr intensiv wegen einer, ja, ich sag mal, bewusstseinserweiternden Erfahrung auf dem Rückflug zur Erde dann für das Thema Bewusstsein interessiert hat und auch außerirdischen Intelligenzen. Und weil er da an dem Thema so interessiert hat, haben sich manche Personen dann an ihn gewandt in seiner Rolle da als Mondastronaut. Und sowohl sagte er in mehreren Interviews hochrangige Militärs,
als auch Einwohner aus Roswell, weil er nämlich aus Roswell kam oder aus der Nähe von Roswell, haben ihm anvertraut, dass es diesen Absturz tatsächlich gab und dort Teile oder UFO geborgen worden ist. Und da ist noch kurz wichtig zu erwähnen, dass es auch einen weiteren Zeugen gibt, ein Physiker, der behauptet, er hat tatsächlich in der berühmt-berüchtigten Area 51, wobei er nennt das S4, den Komplex, dort an einem Flugobjekt gearbeitet. Da gab es sogar mehrere. Es ist ein sehr gut untersuchter Fall von einem amerikanischen Investigativjournalisten, George Knapp, weil wir eben ja sagten, was könnte hinter der Kampagne stecken. Und wenn man sogar so weit gehen würde, dass schon vor Jahrzehnten solche Objekte geborgen worden sind, untersucht worden sind, vielleicht nachgebaut worden sind, dann ist natürlich recht offensichtlich, dass das Szenario, was jetzt ansetzt, oh, wir müssen uns auf einmal um UFOs kümmern, völlig falsche Ausgangslage hat. Ich finde es sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass der Astronaut, der Mitchell, der war ja der sechste Mann auf dem Mond. Der forscht in diesem Bereich und der kommt ausgerechnet aus der Gegend Roswell. Der kommt aus Roswell, ja. Das ist echt verrückt. Und er ist halt einer der ganz wenigen Mutigen, die öffentlich gesagt haben, was ihnen da anvertraut worden ist. Ja. Es gibt auch, meine ich, andere Astronauten, ja, es gibt sogar ganz sicher andere Astronauten, Buzz Aldrin und noch einer, auch die haben gesagt, sie haben da schon Dinge gesehen, aber er ist derjenige, der wirklich da mehrfach detailliert sich dem Thema gewidmet hat und auch Forschung betrieben hat. Was ich interessant finde, ich habe ja in deinem Buch auch gelesen und es gibt nicht nur UFO-Fälle jetzt in so Ländern, wo man es erwarten würde, USA, Russland, so, man sagt ja, die großen Global Player. Es gibt auch UFO-Fälle in so kleinen Staaten wie Belgien und ich meine sogar auch im Iran. Ich glaube, sogar da gibt es irgendwie Berichte. Das finde ich auch beachtlich. Ja. Also es ist wirklich international. Ja. Absolut. Und das sind halt beides auch, deswegen erwähne ich es im Buch, herausragende Fälle. Das eine, die UFO-Welle in Belgien, wo mich übrigens ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Rundschau zu dieser UFO-Welle von 89, also da wurde schon mal punktuell in einem kleinen Artikel zu berichtet, der hat mich dazu gebracht, dann überhaupt mich mit dem Thema anzufassen, weil ich den Artikel mal als Jugendlicher offenbar ausgeschnitten hatte und bei einem Umzug 15 Jahre später oder 20 Jahre später fand und dachte, kann doch nicht sein, was da die ehrenwerte Frankfurter Rundschau schreibt, es gibt da Objekte in Belgien, aber tatsächlich war es so, dass da über ein Jahr hinweg hunderte Zeugen immer wieder mysteriöse Objekte am Himmel gesehen haben. Und das Besondere war vor allem, dass das US-Militär sich das belgische Militär sich dann damit befasst hat und am Ende sogar, und das wäre beispielsweise in Deutschland undenkbar, eine Pressekonferenz abgehalten hat, wo der Generalmajor William de Breur, der da der leitende Militär war zu der Zeit, sich hingestellt hat und gesagt hat, wir haben da sogar unsere Abfangjäger hinterhergeschickt. Die kamen da gar nicht hinterher. Es war auf unseren Radars zu sehen. Und wir können nur sagen, wir haben keine konventionelle Erklärung dafür. Und das ist natürlich dann schon ein Hammer, dass ein EU-Land sowas zugibt. Und genauso, du erwähntest Iran. Auch das ist ein gut dokumentierter Fall. Da gab es eine wirkliche Katz-und-Maus-Jagd zwischen einem iranischen Piloten und dem UFO, und das ist sogar in CIA-Dokumenten dokumentiert aus der Zeit, und der Pilot, der iranische, hat sogar dann auf einer Konferenz in den USA vor einigen Jahren ganz detailliert nochmal über diesen Vorfall berichtet. Also da gibt es, der ist, glaube ich, General Passiv, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Insofern sind das wirklich erstklassige Quellen, die sowas belegen, aber es ist ein weltweites Phänomen. Also beispielsweise, das erwähne ich jetzt nicht, in Brasilien gab es ganz große UFO-Zwischenfälle, wo auch die Zeitungen dann berichtet haben. Und also es ist auf jeden Fall ein weltweites Phänomen. Ja. Wie ist es denn, man stellt sich das UFO ja, und ich meine, da sind wir ja auch wirklich durch Hollywood auch geframed, ja immer als diese klassische fliegende Untertasse vor. Ich weiß, es gibt auch so Berichte, zylinderförmige UFOs, aber du hast das Phänomen ja so detailliert untersucht. Was für UFO-Typen gibt es? Was wird beobachtet oder was wäre das typische UFO, so ein kleinster gemeinsamer Nenner? Ja, das ist...
In der Tat eine interessante Frage, auch mit einer interessanten Antwort, weil es wirklich eine große Vielzahl an Formen gibt, die beobachtet werden. Ich meine, da gibt es eine Übersicht auf der deutschen UFO-Forschungsgesellschaft IGAP, die hat eine Internetseite, unter IGAAP findet man die, wo solche Auswertungen zu sehen sind, auch von der amerikanischen großen MUFON-Forschungsorganisation, die größte weltweite, die solche Sichtungen erfasst und dann auch statistisch auswertet, was, aus welcher Entfernung, welche Form wurde da gesehen. Wobei da interessant ist, dass auch wirklich ein bedeutender Anteil Nahsichtungen sind, also unter, ich weiß nicht, 30 oder 50 Metern, also auch Landefälle in großer Zahl sogar berichtet werden. Aber dennoch kann man sagen, es gibt vorherrschende Formen, also wirklich diese klassische Untertasse, deswegen hieß es auch dann in den US-Medien und auch in den beim US-Militär, also in dem Begriff findet man in den CIA-Dokumenten auch Flying Saucers, immer wieder diese fliegende Untertasse von der Größe, ich weiß es jetzt gar nicht, vielleicht nicht allzu groß, 30, 40 Meter im Durchmesser, wie so zwei aufeinander geklappte, kann man sagen, Teller mit einer häufig einem, wurde beobachtet, dann so umlaufende Lichter oder Fenster oder was immer das ist, also lichtförmige Punkte um dieses um diesen oberen Aufbau. Das wurde sehr, sehr häufig beobachtet. Dann aber auch kommt häufig vor so eine Zigarrenform. Und die hat sozusagen nochmal jetzt Aufwind bekommen und besondere Aufmerksamkeit bekommen, dadurch, dass sie halt bei diesen Navy-Militärsichtungen beobachtet wurde. Das ist das sogenannte Tic-Tac-UFO-Video. Wo wirklich ein, deswegen heißt es Tic-Tac, weil es sozusagen diese längliche, abgerundete Form hat, so auf der Videoaufnahme zu sehen ist. Wobei man sagen muss, die offiziell bekannte, da kann man es schon erkennen, aber es soll noch hochauflösendere Aufnahmen geben, die aber nicht freigegeben worden sind. Aber auch ganz genau beschrieben wird von dem Pilot, der Fravor heißt er, David Fravor, der das Objekt gesehen hat, zusammen mit seiner Co-Pilotin und die tatsächlich auch dieses Objekt verfolgt haben und der genau beschreibt, wie sich das Objekt, was er als weißes, großes, tic-tac-förmiges Objekt beschreibt, wie das sich bewegt, wie es auf sein Flugverhalten reagiert hat. Und es kam dann im Nachhinein raus, auch eine sehr interessante Geschichte, dass es, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es das Tic-Tac-UFO war oder eins von den anderen, die da auf Video festgehalten sind, dass die Piloten einen späteren Treffpunkt hatten, wo sie zusammenkommen sollten. Und die Koordinaten dieses Treffpunkts waren aber auf hoch verschlüsselt auf sozusagen hochgeheimen, nicht angreifbaren Kanälen kommuniziert worden. Und nach der ersten Sichtung hat sich das Objekt zu dem Zielort bewegt und war sozusagen vorher schon da, bevor die Piloten dort eintrafen. Das heißt, dieses Objekt wusste, an welchem Ort sie sich gemäß dieser geheimen Anweisungen später treffen sollten. Und auch darüber sprechen die Militärinsider inzwischen sogar öffentlich, weil es einfach so kurios ist. Und ja, das alles muss man wissen. Also zu deiner Frage, zigarrenförmige Objekte, die wurden interessanterweise auch sehr häufig gesehen, wobei die dort so als großer Gastank beschrieben worden, wie man sie auf Lastern findet, von indianischen oder Maya-Zeugen aus Mexiko und den Nachbarländern, wo eine Forscherin, Professor Dr. R.D. Sixkiller Clark mit indianischstämmigen Wurzeln, die nicht nur in den USA bei nordamerikanischen Ureinwohnern, sondern auch bei den Mayas Tausende Berichte gesammelt hat, das war mir aufgefallen, sehr viele Zeugenberichte hat, wo die immer wieder sagten, wir haben zum Teil auch auf dem Boden so ein gastankförmiges, riesiges Objekt gesehen. Also das wären so neben Kugelformen und anderen typischen Formen, die da gesehen werden. Aber es spricht natürlich dafür, um das sozusagen als letzte kleine Anmerkung, wenn man so viele Formen hat, was man ja gar nicht erwarten würde, macht das Ganze natürlich noch komplexer, weil man sich dann die Frage stellen muss, sind das alles dieselben Gestalten, die dahinter stecken? Weil, sag mal, wenn wir hier jetzt nur mal zur Hypothese von einer außerirdischen Spezies sprechen würden, wird man vermuten, ja gut, die haben immer dieselben Flugobjekte oder vielleicht zwei Varianten, aber nicht jetzt
diese riesige Bandbreite an verschiedenen Formen, die da immer wieder gesichtet werden. Wobei, ich meine, wir Menschen, wir haben Flugzeuge, wir haben Helikopter, wir haben Raketen. Stimmt. Aber ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Die Frage ist natürlich berechtigt. Nehmen wir mal an, es gibt Außerirdische und die besuchen uns und das UFO-Phänomen spiegelt das wieder. Dann kann man sich natürlich fragen, ist das nur eine Spezies? Werden wir vielleicht so wie bei dem Film Man in Black von ganz vielen verschiedenen außerirdischen Rassen irgendwie mal besucht? Und da tingeln ja eigentlich zwei große, ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Narrative durch die Welt oder zwei Alien-Typen. Zum einen sind das diese Greys, die Grauen, so, ich sag mal, Typ E.T. Und das andere ist so eine Geschichte, da hört man immer wieder von Reptiloiden. Und vielleicht kannst du ein bisschen mal erklären, wie kommt es denn dazu, dass da so zwei Alien-Typen irgendwie durch die Szene so grassieren, dass man sich damit beschäftigt, dass es sich so entwickelt hat, dass man die scheinbar immer wieder wahrgenommen hat. Oder gibt es da noch andere? Ich bin ja, wie gesagt, kein Experte. Vielleicht. Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Zum einen muss man sagen, das weiß kaum jemand, dieser Film Man in Black, zumindest der Titel und auch, ich sag mal, die Grundidee, hat interessanterweise, und dann kann man sich auch fragen, was soll das, weil der Film ja jetzt sozusagen nicht oder die Serie da nicht anzunehmen ist, die hat einen realen Hintergrund, weil es wirklich dieses Phänomen Men in Black gibt, auch dokumentiert durch Zeugenaussagen seit Jahrzehnten. Und es ist ein sehr mysteriöser Aspekt oder ein Begleitphänomen des UFO-Phänomens, dass nämlich immer wieder Zeugen berichtet haben, dass im Anschluss an UFO-Sichtungen oder auch an Kontakterlebnisse bei ihnen seltsame Personen aufgetaucht sind, die immer schwarz angezogen waren, in so schwarzen Anzügen, oft Sonnenbrillen getragen haben, sie ausgefragt haben, sie häufig eingeschüchtert haben und ihnen gesagt haben, sie sollen bloß nicht wieder mit anderen darüber reden. Und das waren, wie gesagt, keine Einzelfälle, sondern das ist so ein Muster, was sich dann irgendwann gezeigt hat, dass die immer wieder aufgetaucht sind, wobei man überhaupt nicht zuordnen konnte, was ist das mit denen, weil die sich zum Teil auch sehr ungewöhnlich verhalten haben. Oft waren die dann auch so blitzartig verschwunden. Also in einem Moment hat man den noch weglaufen sehen und dann dreht man sich nochmal um und eigentlich hätte er noch in Sichtweite sein müssen und dann waren die dann die Gestalten schon weg. Also daher rührt dieser Begriff Men in Black, den dann die Forschung dafür erschaffen hat, für dieses Phänomen. Und das ist sozusagen die Inspiration für diese Men in Black-Reihe. Aber zu der anderen Frage, was hat das mit diesen Grey-Gestalten oder ein deutscher Psychologe, der Kontakt sogar hatte, nennt es die Reptilienfritzen, also die Reptiloiden, die deutlich dunkler und negativer beschrieben werden. Warum hört man von denen sehr häufig? Da muss man ansetzen, zunächst mal bei diesen Grauen, bei den Greys, die beschrieben werden, und man sah es ja auf dem Cover mit so einem großen Kopf, mit schwarzen mandelförmigen Augen. Den Mund muss ich mal sozusagen etwas korrigierend eingreifen, wird eher als ein Strich beschrieben, immer wieder. Ja, die Ohren, die Nasen werden immer wieder als bloße Löcher beschrieben. Es wird immer wieder gesagt, der Hals wirkt auf viele viel zu dünn eigentlich, dass er diesen großen Kopf tragen könnte. Und es gibt sozusagen zwei Varianten, die kleinen Grauen, die immer so 1,20 Meter, 1,30 Meter groß beschrieben werden, und die großen Grauen, die etwas über 2 Meter sind, wobei die kleinen Grauen so eine Hilfsarbeiterfunktion zu haben scheinen und einfache Tätigkeiten ausführen, wohingegen diese großen Grauen oft als Ärzte, Anführer und Ähnliches beschrieben werden, die Aktionen leiten und sozusagen die Kleinen steuern. Und das sind Berichte, muss man sagen, die schon den ersten aus den USA, das war der Fall von Betty und Barney Hill, kann man mal zu recherchieren. Es war ein Paar, wo der Ehemann afroamerikanisch war, die Frau war eine Weiße. Kurze Zwischenfrage, wann war das, dieser erste Fall? Der war, meine ich, 1968. Da wurde erstmals über so einen Fall berichtet. Ich kann es ja mal kurz skizzieren, weil das ein sehr typisches Szenario ist.
Die waren die beiden auf einer Rückreise von einem Urlaub, von einem Urlaubsaufenthalt in Kanada zurück in die USA und sahen während der Fahrt am Himmel ein seltsames Licht, was ihnen komisch vorkam, was sie dann auch so wie verfolgt hat. Und an einem bestimmten Punkt ihrer Fahrt, als das dann so dicht war, haben sie auch angehalten, sind ausgestiegen und haben sich das angeschaut. Der Barney Hill hat dann auch durch ein Fernglas, was er mit hatte, da durchgeschaut und konnte dann sehen, auch so rein von Fenstern, das war so etwas gekippt in seine Richtung und sah auch Gestalten dahinter. Und hat dann absolute Panik bekommen. Die sind dann sozusagen geflohen, in ihr Fahrzeug reingesprungen und schnell weggefahren. Dann erinnern sie sich nur, wie sie, weiß ich nicht mehr genau, 100 oder 200 Kilometer weiter sich befunden haben, immer noch während der Fahrt und gar nicht mehr wissen, was ist während der restlichen Fahrstrecke eigentlich passiert. Und nachdem beide dann im Anschluss an diese mysteriöse Erfahrung mit starken Nebenwirkungen zu kämpfen hatten, wie starke Albträume, die immer wieder kamen, auch körperliche Beschwerden, haben sie einen Psychiater aufgesucht. Und da dieser Psychiater mit Kriegsveteranen, mit der Technik der Hypnose gearbeitet hatte und dort ihnen sehr gut helfen konnte, wollte er das, was dort passiert ist, wo er überhaupt nicht jetzt an UFOs oder so oder Außerirdische geglaubt hat, mit Hilfe der Hypnose erforschen und versuchen, da seinen Patienten zu helfen. Und da kam dann raus, dass während dieses Zeitverlustes von, ich meine, etwa 2 Stunden ein Kontakt stattgefunden hat zu den Insassen dieses Objekts, das sie gesehen hatten, dass sie wirklich beide Personen an Bord dieses Raumfahrzeugs waren, dass sie dort kommuniziert haben, dass dort auch bei dem, zumindest bei dem Barney Hill, ich meine bei beiden, aber bei Barney Hill, er beschreibt es ausführlicher, ein medizinischer Eingriff stattgefunden hat, dass beispielsweise auch Sperma entnommen wurde und Ähnliches, worüber er aber anfangs gar nicht gesprochen hatte oder es wurde erst nicht veröffentlicht, weil es ihm sehr unangenehm war. Und diese Information kam dann raus. Und die Gestalten, zumindest bei Barney Hill an einer Stelle, man muss sagen, bei Betty Hill weicht die Beschreibung da mal ab, aus welchen Gründen auch immer, kann ich nicht sagen. Aber Barney Hill beschreibt damals schon recht genau diesen Typus dieses grauen Aliens. Und dann gab es immer mal wieder seit Ende der 60er Jahre vereinzelte Fälle, aber ganz groß wurde das Thema zu Beginn der 80er dann, wo ein amerikanischer Künstler aus New York, Bud Hopkins, anfing, solche Fälle zu untersuchen und zu sammeln und auf einmal ein Buch veröffentlichte, wo dann ein Dutzend solcher Kontakterfahrungen beschrieben worden sind, wo immer wieder diese Grauen auftauchten. Und dann ging sozusagen die Forschung los und es kamen immer mehr Fälle zusammen. Und man muss sagen, es gibt ein Filmjahr, Begegnung der vierten Art von Steven Spielberg ist es, glaube ich, wo solche grauen Außerirdischen auftauchen. Und man könnte jetzt meinen, okay, der hat das mit seinem Science Fiction in die Welt gesetzt. Aber dazu muss man sagen, dass der wissenschaftliche Berater des Project Blue Book, ein Physiker namens und Astronom namens Dr. James Allen Hynek, bei diesem Film technischer Berater war und der kannte schon vereinzelter solcher Kontaktberichte und kannte daher auch diesen Typus des Grays und über diese Schiene ist es sozusagen in den Film eingeflossen. Da finde ich auch irgendwie beachtlich, dass es also einen Link gibt zu einem Wissenschaftler, der für in Regierungskreisen praktisch am dem Phänomen forscht, zu Hollywood. Und Hollywood mit Spielberg ja wirklich einem seiner größten Regisseure, der ja auch später E.T. gedreht hat, ich meine, da geht die Story ja eigentlich weiter, eigentlich diesen Alien-Typ, diesen Grey erst wirklich massentauglich macht. Ja, in der Denn Tat, die ist Bücher, sehr interessant. Denn die Bücher, wo das vorher erschienen ist oder wo das vielleicht in der UFO-Forschungsszene bekannt war, das hat ja nicht Otto Normalverbraucher gelesen. Nee, das Und man kann sich da irgendwie fragen, warum... Ich meine, der Link, so US-Militär-Hollywood, der ist bekannt, dass da so Verknüpfungen sind. Warum wurden diese Narrative so in die Massen gepresst? Ja, also bei dem Hynek ist das schwer zu sagen. Zu ihm kann man sagen, er war anfangs sehr, sehr skeptisch dem UFO-Phänomen gegenüber und seine Aufgabe war auch nicht im Rahmen des Project Blue Book
dass die Wahrheit, sage ich mal, zu der er irgendwann dann kam, ja, also er wurde da sozusagen bekehrt im Rahmen seiner Forschung und musste zugestehen, da ist was dran und das alles ist viel komplexer, als er anfangs glaubte, aber seine Aufgabe war überhaupt nicht, das irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Er hat das dann sozusagen selbstständig, diese Forschung auch weiter betrieben, auch eine Forschungsgruppe dann gegründet und geleitet. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er sozusagen da quasi entsandt worden ist, um da diesen Beitrag zu leisten, oder ob das dann eher ein Zufall in Anführungsstrichen war, dass das über ihn dann nach Hollywood kam. Er tauchte auch kurz in dem Film selber auf, seine Figur quasi als Berater des Project Blue Book. Aber das ist interessant, wo man vielleicht eher sich fragen muss, ob immer diese IT-Bedrohungsszenarien, die Hollywood uns präsentiert, ob da vielleicht mehr Einfluss des Pentagon hintersteckt, um sozusagen schon über Jahre hinweg diese sogenannte Alien Card, die ich erwähnte, schon mal in der Massenpsyche vorzubereiten, dass wir mit Außerirdischem grundsätzlich eine Bedrohung identifizieren. Ja, also ich sag nur, Stichwort Independence Day, vielleicht nicht nur einer der größten amerikanischen Propagandafilme, wo dann der US-Präsident selber noch als Kampfpilot mithilft, die Welt zu retten. Interessanter Film, interessante Narrative. Auch ich fand es immer beachtlich, am Ende sind da ja Will Smith und Jeff Goldblum, ich weiß nicht, wie sie im Film heißen, und mit einer Atombombe sprengen sie das Alien-Schiff. Aber ich fand so die Erzählung immer so witzig. Es sind eigentlich der US-Präsident, ein Jude und ein Afroamerikaner, die retten die Welt. Das fand ich schon mal irgendwie stark. Kann man drüber nachdenken, was Roland Emmerich uns da so präsentiert hat. Und interessant ist ja auch, dass sie da an der Stelle tatsächlich, das ist mir dann erst beim zweiten Sehen dann aufgefallen oder als ich mit der UFO-Thematik näher befasst war, in die Area 51 fahren und dort ein sichergestelltes UFO ihnen präsentiert wird, meine ich. Und das ist ja tatsächlich genau das, was hier dieser Insider, der Physiker Bob Lazar sagt, zu dem es auch eine aktuelle Doku dann nochmal vor 2 Jahren gab, der auch in großen Talkshows dann schon reden durfte und der sogar auch jetzt immer wieder zitiert wird als ein Zeuge. Also der wird durchaus mittlerweile von einigen ernst genommen, dass genau das Szenario, was möglicherweise tatsächlich Realität ist, uns da dann wieder im Rahmen so einer Science-Fiction-Story präsentiert wird. Ja. Mich würde jetzt noch interessieren, neben diesen Greys nochmal die Reptiloiden. Wo kommt dieses Bild her oder was sind das für Fälle? Ich weiß, da gibt es Geschichten, die so in diese Richtung auch Präastronautik gehen, dass man bei frühen Hochkulturen irgendwie dann so, ich glaube, da gibt es das Stichwort Anunnaki, so reptilienartige Außerirdische vermutet. Kannst du ein bisschen da was drüber erzählen? Gerne, ja. Zunächst ist nochmal kurz wichtig zu erwähnen, dass die Reptiloiden neben den Greys eigentlich in der UFO-Forschung oder in dieser, man nennt das dann Abduktionsforschung, also Entführungsforschung, keine große Rolle spielten. Das heißt auch gerade die seriösen UFO-Forscher, auch die sich vielleicht mit den Kontakten und Greys beschäftigten, waren gegenüber der Reptilien, dem Reptilien-Narrativ immer sehr, sehr skeptisch, weil da eben auch derjenige, der das am bekanntesten gemacht hat, der Engländer David Icke, der wird nicht ernst genommen von Forschungskreisen. Da sagen die, das ist so ein etwas durchgedrehter, exzentrischer Ex-Fußballspieler, Ex-Sport-Journalist, der da sich jetzt auf so ein Thema stürzt und da irgendwas Seltsames in die Welt setzt. Also das spielte eigentlich keine große Rolle. Wesentlich häufiger wurde berichtet, weil du auch danach fragtest, andere Formen von Außerirdischen, also vor allem menschlich aussehende Außerirdische, die auch zum Teil mit diesen Greys zusammengesehen worden sind und zusammen offenbar mit den Arbeiten. Es wurden zum Beispiel so Gottesanbeter-ähnliche Wesen auch immer wieder mehrfach berichtet, die sehr im Hintergrund sind und vereinzelt auftauchen und die ein oder andere Form noch, aber die meisten waren eigentlich diese menschlich aussehenden und die grauen. Und das sind Berichte, muss man sagen, auch, die man dann nicht nur aus den USA bekommt, sondern beispielsweise auch von diesen indianischen Zeugen, auch aus Mittelamerika. Die Reptiloiden tauchen allerdings auch auf im Rahmen dieser seriösen Forschung, muss man sagen. Das heißt, wenn man beispielsweise mal sich anschaut, womit sich
Professor John Mack beschäftigt hat. Das war ein Psychiater von der Harvard Medical School, der so in der Zeit von Bud Hopkins in den 80er Jahren bis in die 90er Jahre hinein sich mit dem Thema befasst hat, wo wirklich auch Bücher, muss man sagen, nicht nur von einer kleinen, kleinen Gruppe von Spinnern gelesen worden sind, sondern es waren zum Teil wirklich Pulitzer, also er war Pulitzer-Preisträger. Es waren New York Times Bestseller sogar zum Teil, diese Bücher. Wobei man da in Deutschland natürlich nichts von mitbekommen hat. Aber in den USA gab es da schon zum Teil ein sehr, sehr großes Publikum, was da auch dazu führte, dass dann Personen oder sehr viele Menschen auf das Phänomen über diese Bücher aufmerksam wurden und sich dann auch trauten, den Forschern davon zu berichten oder sich an die zu wenden. Das heißt, diese Forscher wie ein Bud Hopkins haben über die Jahre tausende Briefe erhalten von Menschen, die solche Erfahrungen hatten und zum Teil die Fälle dann auch näher untersucht. Und selbst aber bei einem John Mack, der ganz seriös wirklich an die Sache rangegangen ist und auch ausschließen konnte, dass es da psychische Störungen sind der Personen, die sowas behaupten, abgesehen, können wir dann auch noch mal drüber sprechen, von anderen Indizien, auch bei ihm tauchen diese Reptiloiden vereinzelt auf oder auch bei einem deutschen Forscher und Autor, Dr. Johannes Fieback. Der hat in den 90er Jahren auch solche Fälle schon gesammelt. Auch dort bin ich vereinzelt auf Berichte zu diesen Reptiloiden gestoßen. Also das scheint eine Spezies zu sein, die den Menschen gegenüber eher negativ eingestellt ist. Die Kontakterfahrungen sind da eher gewaltartig oder Frauen berichten auch von solchen Vergewaltigungsszenarien im Rahmen dieser Kontakte, die es dort gab. Es scheinen auch Wesen zu sein, die sozusagen nicht in unserer oder zumindest nicht allein in unserer dreidimensionalen Sphäre existieren, sondern aus einer anderen Dimension heraus agieren können. Und ich persönlich glaube, dass diese Reptiloiden eine sehr viel größere Bedeutung haben, als wir glauben, gemessen an der Anzahl der Fälle, wo die berichtet werden, weil wirklich, wie gesagt, der ganz, ganz große Teil immer gerade in den 80er, 90er diese Grauen waren und sich diese Reptiloiden, sage ich mal, recht geschickt im Hintergrund gehalten haben und von da aus, meine ich, eine bestimmte Agenda auch verfolgen. Aber man sieht schon an der Stelle, das Ganze ist sehr, sehr komplex. Es scheint verschiedene Spezies zu geben, die unterschiedliche Agenden verfolgen. Auf die Agenda der Greys können wir dann nochmal eingehen. Es scheint vor allem aber auch ein interdimensionales Phänomen zu sein. Auch darauf weist sogar Luis Elizondo hin, der ehemalige Leiter hier des Pentagon-Programms, wozu die Forscher auch an Alan Hynek und andere mit der Zeit kamen, weil eben viele Beobachtungen gezeigt haben. Es ist nicht so, wie man anfangs dachte, dass es wurde Nuts and Bolts Ansatz genannt, also Nieten und Schrauben, die einfach ein UFO zusammenhalten, was von einem anderen Planet kommt, wo einfach dann irgendwelche Besucher hier mal vorbeischauen, sondern es ist viel komplexer und es ist eben mit diesen einfachen physikalischen Erklärungen ist dem nicht beizukommen. Deswegen sagen viele, auch diese Interdimensionalität spielt eine Rolle. Das heißt, ja, ich meine, das finde ich auch interessant, weil Hollywood zeigt uns ja, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder an Independence Day denken, die zeigen uns eine UFO-Technologie, die funktioniert eigentlich so ähnlich wie die der Menschen. Nur, dass sie weit überlegen ist. So könnte man sich auch Fluggeräte, menschliche Fluggeräte in 50 oder 100 Jahren vorstellen. Also Maschinen, dann mit einem futuristischen Antrieb und irgendwelchen Laserkanonen oder irgendwas. Ja. Aber es scheint so zu sein, dass wir beim UFO-Phänomen tatsächlich noch viel weiter denken müssen. Also Technologien, die gar nicht unbedingt, sage ich mal, materiell fassbar sind. Die ja auch dann irgendwie im Grenzbereich zwischen Geist und Materie anzusiedeln sind. Ne? Also es handelt sich irgendwie um physische und psychische Phänomene. Ja. Insofern könnte man auch sagen, oder so sehe ich das zumindest, es kommt eine spirituelle Dimension auch noch hinzu. Auf jeden Fall, ja. Also es gibt zwar einerseits schon den physischen Aspekt, den man daran festmachen kann, dass man zum einen auf Video oder Radar oder Infrarot diese Objekte erfassen kann, dass auch immer wieder, auch da beschäftigt sich diese deutsche Forschungsgruppe IRGAP mit, elektromagnetische und gravitative Wechselwirkungen beobachtet werden. Das heißt tatsächlich,
die Umgebung auf die Objekte reagiert oder beispielsweise an Landestellen nicht nur Abdrücke gefunden werden, sondern radioaktive Strahlung gemessen wird und auch eine Veränderung von Vegetation gemessen wird. Gibt es beispielsweise einen gut dokumentierten Fall aus Frankreich. Also insofern ist die physische Komponente schon auch da, was man auch beispielsweise sieht, wenn das so stimmt, an dem Bericht von dem Physiker Bob Lazar, der sagt, er hat an so einem Objekt tatsächlich gearbeitet und sollte helfen, den Antriebsmechanismus zu ergründen, den er auch sehr exakt beschrieben hat, wo er gesagt hat, dass mit Antimaterie da quasi ein antigravitatives Feld erzeugt wurde oder die Raumzeit um das Objekt herum gekrümmt wurde. Und ich persönlich glaube, dass tatsächlich es am Ende auf jeden Fall um ein Phänomen, also dieser Antrieb, um ein Phänomen der Raumzeitkrümmung nicht herumkommt. Weil wenn man sich überlegen würde, es sind Objekte, die egal mit welchem fortschrittlichen Antrieb nur sehr schnell durch unsere Atmosphäre bewegt werden, dann würde es in jedem Fall unausweichlich nach unseren physikalischen Gesetzen zu diesen Trägheitskräften kommen. Und egal ob Mensch oder ET, kein organisches Wesen könnte diese Trägheitskräfte, die vor allem bei einem 90-Grad-Wechsel auftauchen, das heißt, Trägheit äußert sich ja immer bei einer Beschleunigung, kennt jeder, wenn er im Auto mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fährt, merkt er nichts. In dem Moment, wo das Auto stark beschleunigt, wird man in den Sitz gepresst oder beim Start von einem Flugzeug kann man es beobachten. Und da sind es halt Trägheitskräfte, die weit über das hinausgehen, was ein Körper ertragen würde. Das heißt, da kann man eigentlich schon sehen, es kann nicht ein Objekt sein, was sich in unserer 3D-Realität bewegt, sondern es muss sozusagen die Raumzeit, und das wissen wir seit Einstein, seit seiner allgemeinen Relativitätstheorie, dass eine Masse den Raum um sich herum krümmen kann, also um die Sonne herum, um die Erde herum, ist der Raum und die Zeit auch in sich gekrümmt. Und in ähnlicher Form muss man sich das vorstellen, dass quasi, so hat das auch Bob Lazar beschrieben, das Raumschiff es schafft durch diesen Antriebsmechanismus, durch diese sehr extreme gebündelte Energie, die dort hergestellt werden kann, die Raumzeit quasi vor dem Flugobjekt so zu krümmen, dass sich das Objekt wie so in einer Blase dann fortbewegen kann. Also im Ergebnis gar keine Bewegung durch den Raum stattfindet. Das ist das eine. Und das andere ist, was du angesprochen hast, es wird aber noch komplexer, weil immer wieder gesagt wird, die UFOs sind auch quasi ein mentales Phänomen oder psychisches oder man muss eher sagen ein Bewusstseinsphänomen. Also dass offenbar diese fremden Wesen in der Lage sind, diese Objekte auch durch ihr Bewusstsein zu kontrollieren oder sogar noch weitergehend, und das für uns dann wirklich schwer zu fassen, die Objekte selber Teil ihres Bewusstseins sind. Also ja, wie sozusagen ein verlängerter Arm einer Maschine. Es ist sozusagen das Objekt selber, das Flugobjekt, ein verlängerter Arm dieses sehr hochentwickelten Bewusstseins dieser Fremden, sehr hochentwickelt, sage ich, weil bei denen sozusagen zum Standardrepertoire gehört, beispielsweise sich telepathisch zu kommunizieren, was auch ein sehr interessanter Aspekt ist, weil der Durchweg in allen tausenden Berichten immer wieder auftaucht. Da ist nie die Rede davon, der Gray hat zu mir gesagt, und man hört dann sozusagen audiomäßig eine Kommunikation, sondern es wird immer wieder beschrieben, die Stimme oder Bilder tauchen im Kopf auf, und das sind Berichte, egal ob ich jetzt mit einem Betroffenen aus Deutschland spreche oder in die Abduktionsliteratur in den USA schaue oder einen Indianerzeuge aus Mittelamerika spreche, der noch nie irgendwo im Ausland war oder solche Literatur gelesen hat. Und dazu kommen dann Dinge wie Telekinese und so. Also insofern Bewusstsein. Und deswegen hat sich auch Edgar Mitchell, da schließt sich sozusagen der Kreis, mit dem Thema Bewusstsein so intensiv beschäftigt und geforscht, spielt eine ganz entscheidende Rolle beim Verständnis dieses Gesamtphänomens. Ich finde das auch so interessant, was du erzählst, weil noch vor ein paar Jahren hätte ich sowas als völligen Quatsch abgetan. Ich gesagt, ach, jetzt UFOs ist schon verrückt, und dann noch mit irgendwie, dass sie, ja, so wie Telepathie oder was auch immer, solche Phänomene, die spinnen ja alle völlig. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ich durch meine Erfahrung mit Hypnose und Trance weiß, aus eigener Erfahrung, es gibt Bewusstseinsräume, Bewusstseinszustände, in die man eintreten kann. Da sind Phänomene möglich und Erlebnisse möglich, die ich auch selbst gemacht habe,
die sich nicht vereinbaren lassen mit unserer Alltagswahrnehmung. Das heißt, man kann sowohl, so ist es auch in einer ganz seriösen Therapie möglich, mit Persönlichkeitsanteilen in Kontakt treten. Ich sage nur so Stichwort Ego-State-Therapie. Man kann aber auch, dann verlässt man den Raum der, ich sag's mal, seriösen Schulwissenschaft, mit Kräften oder Wesenheiten in Kontakt treten, wo man sich dann auch fragen kann, ist das noch ein Persönlichkeitsanteil oder was sind überhaupt Persönlichkeitsanteile? Ja. Sind das Kräfte von außen? Ich meine auch wirklich jetzt positive Kräfte, sage ich mal, oder Wesenheiten. Ja, und da verschwimmt dann auch irgendwie, sage ich mal, das Feld mit vielen esoterischen, spirituellen Lehren. Ich meine, es gibt in jeder Religion Vorstellungen von Geistwesen, seien das die Dämonen, die Engel, im Islam die Dschinn, der Hinduismus und Buddhismus ist voll von geistigen Führern. Man kennt es aus schamanischen Traditionen ganz extrem. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es Geistwesen gibt, wenn man Dinge kommuniziert, dann sind sie auch, sage ich mal, aus einer anderen Dimension, wenn man so will. Das UFO-Phänomen oder dann das außerirdische Phänomen, das verschwimmt ja damit. Letzten Endes sagt das nicht unbedingt was anderes. Also man kann das Ganze, sage ich mal, religiös-esoterisch sehen. Man kann es aus dieser Alien-UFO-Sichtweise, so empfinde ich das, sehen. Tatsache ist, es gibt Wesenheiten, mit denen man in Kommunikation treten kann. Das ist einfach so. Ja. Das ist ein spannendes Forschungsfeld einfach. Und deshalb finde ich auch so Augenzeugenberichte, das ist klar, es wird Lügner dazwischen geben. Es gibt Leute vereinzelt, die lügen, die denken sich was aus, warum auch immer. Aber ganz viele Menschen, das hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, die solche Erlebnisse haben, die drängen damit nicht an die Öffentlichkeit, sondern das ist eher mühselig, die dazu zu bewegen, darüber zu sprechen oder eben dann erst in Trance kommen diese Dinge hoch. Das heißt, nicht jeder ist irgendwie narzisstisch veranlagt, der erzählt, er hat da irgendwelche Erlebnisse und will jetzt unbedingt Ruhm und Anerkennung. Ganz im Gegenteil, viele Leute schämen sich da ja eher oder haben Angst, dann als Vollspinner abgestempelt zu werden. Es macht ja auch einen Unterschied, wenn man jetzt als Hypnotherapeut ganz bewusst sagt, ich erforsche Trance-Phänomene oder man ist ein Otto-Normalbürger, der warum auch immer schlagartig bricht das bei einem ins Leben und wird damit konfrontiert, kann das gar nicht einordnen. Also ein ganz, ganz spannendes Feld. Du hattest vorhin erwähnt, dass du im Rahmen deiner Forschung eigentlich zu der Erkenntnis gelangt bist, die Grays und vielleicht auch diese anderen Wesenheiten, die scheinen eine Agenda zu verfolgen. Ja. Und du hattest auch erwähnt, es gibt dieses Abduktionsphänomen, also das Entführungsphänomen, wo es dann ja auch immer wieder zu etwas kommt, so ein Szenario, ich sag's mal, wie so eine Art wissenschaftliche Untersuchung. Oft mit auch einem sexuellen Aspekt, wie jetzt in allem so Vergewaltigungen oder da wird Sperma entnommen. Was hat es damit auf sich? Was ist die Agenda, mögliche Agenda, soweit man das rekonstruieren kann? Was hat es mit solchen Untersuchungen auf sich? Und passiert das wirklich physisch oder passiert das eigentlich psychisch? Wenn wir jetzt schon bei interdimensionär waren. Ja, das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen. Kurz bevor ich zur Antwort komme, noch zwei ganz kurze Hinweise zu dem, was du erwähnt hast, nur damit man das Bild da vollständig hat. Also was die Betroffenen anbelangt, ist es häufig so, und das gehört auch schon was zur Antwort, es geht los mit solchen Erfahrungen immer in der Kindheit. Ja? Es setzt nicht ein irgendwie als Erwachsener. Vielleicht nimmt man es erstmal als Erwachsener wahr, dass man so Erfahrungen hat. Wird sich dessen wirklich bewusst, aber es geht immer in der Kindheit los. Das heißt, häufig haben die Betroffenen auch schon in der Kindheit bewusste Erinnerungen an Kontakterlebnisse. Da bin ich auch dann in meiner Forschung drauf gestoßen, dass sogar, das hatte ich nicht mit gerechnet, alle Betroffenen Schlafstörungen haben. Ich kannte das zwar als ein Kriterium für solche Erlebnisse, aber habe es nicht so ernst genommen, weil ich dachte, naja, Schlafstörung kann ja immer auf viel zurückgeführt werden. Aber mir fiel dann auf, dass es wirklich ausnahmslos bei jedem war, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir als Kind immer wieder sozusagen unvorbereitet von fremdartig aussehenden Wesen aus dem Schlaf gerissen wird, der hat irgendwann Schwierigkeiten einzuschlafen. Der braucht eine Lichtquelle nachts und ist da wirklich psychisch seit der Kindheit vielleicht nicht traumatisiert, aber schon angegriffen. Und
hat es irgendwann natürlich im bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, in seiner Kindheit auch versucht, mit Außenstehenden, also was heißt Außenstehenden, mit anderen Menschen, zunächst mal mit den Eltern darüber zu sprechen. Und wer das nicht selber erlebt hat und das Kind sagt, da war eine Gestalt mit einem großen Kopf, mit schwarzen Augen und die hat in meinem Kopf mit mir gesprochen, der wird das natürlich als Elternteil ganz schnell als Albtraum abtun und Ähnliches. Wenn das Kind immer wieder ankommt, immer sagen, jetzt hör doch mal endlich auf mit deinem Rumspinnereien. Und so haben diese Betroffenen schon als Kinder sehr früh gelernt, da nicht mehr drüber zu reden, weil es nur zur Ablehnung führt, dazu, dass sie lächerlich gemacht werden. Und das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass halt viele Betroffene damit ungern an die Öffentlichkeit gehen oder ungern drüber sprechen. Das ist das eine. Das andere nochmal zu dem Thema andere Wesen, mit denen man kommuniziert. Da gibt es auch eine ganz interessante Story. In den USA gibt es einen Psychiater und Arzt, Dr. Rick Strassman. Und der hat als erster eine Genehmigung erhalten von der amerikanischen Drogenaufsichtsbehörde, Untersuchungen mit DMT durchzuführen. Ich meine, das heißt Dimethyltryptamin, also ähnlich wie LSD, eine bewusstseinserweiternde Droge. Ist das nicht der Stoff, ja, der im Ayahuasca enthalten ist? Ganz genau, das ist auch eine ganz spannende Sache, dass nämlich in dem Ayahuasca-Getränk DMT enthalten ist, aber gleichzeitig eine andere Pflanze enthalten ist, beziehungsweise ein anderer Stoff, der dafür sorgt, dass DMT nicht wie üblicherweise vom Körper sofort wieder abgebaut wird. Das heißt, die Schamanen haben da genau die Stoffe miteinander kombiniert, die dazu führen, dass diese Bewusstseinserfahrung durch Ayahuasca so intensiv werden kann, indem eben halt die Mao-Hämmer heißen die, also so hemmende Stoffe, die den Abbau hindern, da mit sozusagen eingebaut sind. Da weist ja auch der Dr. Strassman in seinem Buch sogar drauf hin. Und da sozusagen nur mal als ganz kurze Notiz. Er hat ganz viele Sitzungen durchgeführt mit Probanden, um da einfach in der klinischen Studie zu untersuchen, was passiert, wenn man bestimmte Mengen von diesem DMT verabreicht, was kriegen die Probanden da mit, was passiert da so. Und war dann total überrascht, dass immer wieder ihm berichtet wurde über Zusammentreffen seiner Probanden auf einer anderen Ebene mit anderen Wesen. Ja, da hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Und das führte sogar dazu, witzigerweise, und da schließt sich jetzt nochmal ein Kreis, dass er sich dann erstmals mit dieser Entführungsliteratur aus den USA auseinandersetzte, weil er dachte, oh, sowas kenne ich doch, auch bei mir werden immer wieder Erfahrung berichtet, wo Kontakte mit fremden Wesen auftauchen und dort wird das auch beschrieben. Also aus anderen Quellen gibt es diese, auch hier in diesem Fall seriösen Quellen, diese Kontakterfahrung. Aber du fragtest nach der Agenda und wie man die sozusagen festmachen kann. Und da ist halt auch erstaunlich, dass sich wirklich ein sehr, sehr einheitliches Muster gerade durch diese Kontakterfahrung mit den Grauen berichtet. Einmal, was den allgemeinen Ablauf anbelangt, dass immer wieder in den USA häufig dann an entlegenen Orten solche Entführungen stattfinden, aus dem Auto heraus, wie bei dem Betty und Barney Hill-Fall. Oder eben halt häufig dann auch aus dem Schlafzimmer heraus, dass dann Wesen erscheint und dann wird dann sozusagen ein Mensch so in so eine Halbtrance aus seinem Haus geleitet. Wobei auch da was Interessantes vorkommt, dass immer wieder die Personen berichten, sie haben sich zusammen mit diesen grauen Gestalten durch Wände oder Türen bewegt. Und das zeigt auch nochmal, wie authentisch Berichte sind, weil wenn ein, sag mal, Betrüger oder Scharlatan so eine Story einem Forscher präsentieren möchte, dann wird er sich da was Schönes ausdenken, was noch weitgehend akzeptabel ist. Er würde aber nicht sagen, ja, da habe ich mich mit denen auf einmal durch die Wand meines Hauses bewegt, weil das erstmal physikalisch keinen Sinn zu machen scheint. Dennoch wird es immer wieder berichtet, sodass wir davon ausgehen müssen, dass das ein zutreffender Bestandteil dieser Erfahrung ist und wir einfach es physikalisch anders bewerten müssen, was da passiert. Wobei man sagen muss, beschreibe ich im Buch auch kurz, was wir als eine solide, wie so ein Buch hier, eine solide Materie auffassen, sind ja Moleküle, Atome, wo der Atomkern ein, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Millionstel Bruchteil ausmacht des eigentlichen Atoms, wo nach unserer Vorstellung um den Kern dann Elektronen schwirren. Das heißt, ein Atom
und ein Molekül im Ergebnis besteht zu 99,99 irgendwas Prozent aus freiem Raum. Das heißt, eigentlich ist es, wenn man da mit einem sozusagen Superteleskop dann auf so eine scheinbar solide Materie schauen würde, ist es eigentlich zu 99,99 Prozent ein Vakuum, ein Nichts. Ja? Insofern kann man sich schon vorstellen, dass wenn eine gewisse Technologie oder vielleicht sogar eine Bewusstseinsform weiterentwickelt ist, solche Vorgänge möglich sind, dass sich ein scheinbar fester Körper durch einen anderen scheinbar festen Körper bewegt. Aber das ist sozusagen nur die Einleitung. Vor allem, was da passiert, ist es ja auch in Trance-Zuständen möglich. Also es ist ja möglich, sowas zu erleben. Wenn es jetzt auch nicht physikalisch passieren würde, ich halte es auch physikalisch für möglich, wie du schon sagtest, unter Einsatz einer überlegenen Technologie. Aber es ist auch, wenn man es jetzt vielleicht interdimensional auffasst, innerhalb eines Trance-Raumes, finde ich, gehört fast schon zum relativ normalen Erlebnisspektrum, dass man solche Reisen macht. Genau, das auf jeden Fall. Und da kommst du auch wirklich zu einem ganz wichtigen zweiten Punkt, den ich allerdings im Buch nur kurz andeute, weil es dann zu komplex geworden wäre. Aber können wir an der Stelle mal erwähnen, dass nämlich man anfangs dachte, diese Entführungen laufen immer physisch ab, dass dann, wie beschrieben, man tatsächlich auch physisch durch die Wand bewegt wird oder meinetwegen auch nur aus dem Auto raus und dann irgendwie in das Flugobjekt kommt. Entweder ist das gelandet und man geht da rein, wobei auch da dann wieder die Beschreibungen sich gleichen, indem immer wieder gesagt wird, die Betroffenen haben nicht das Gefühl, wirklich zu laufen, sondern es ist mehr so eine schwebende Bewegung über den Boden, so als wenn sie quasi wie unter Telekinese da bewegt werden, wie so eine beschreibt, wie so zwischen zwei Magneten eingespannt. Und dann halt eine Untersuchung an Bord stattfindet, auf die ich gleich noch eingehen werde. Und so dachte man immer, ja gut, das Ganze ist ein rein physischer Vorgang, weil es eben auch physische Merkmale an den Körpern der Betroffenen gibt, die immer wieder auftauchen. Blaue Flecke, wie Einstichstellen, oft auch geometrisch angeordnet, die man sich nicht erklären kann und ähnliches. Nur dann gab es vereinzelt Berichte, wo man merkte, okay, das Ganze ist doch nochmal eine Nummer komplexer, weil nämlich manche dann beobachteten, dass sie am Ende eines solchen Entführungserlebnisses, wo auch medizinische Eingriffe stattfanden, zurückkamen in ihr Schlafzimmer und da lag schon jemand im Bett. Ja. Und dann haben sie gesehen, das ist ihr eigener Körper. Also es war offenbar, wie du es beschrieben hast, nur ein Vorgang, der sich auf einer, ja, auf einer anderen Ebene abgespielt hat. Also ich sag mal, spirituell, esoterisch angehaucht würde man sagen, da wurde sozusagen der Astralkörper oder vielleicht das Bewusstsein mitgenommen. Ist ja auch, klingt für mich auch interessant. Aber nicht der physische Körper. Mhm. Muss ich so an so Nahtoderfahrung spontan denken, wo man auch irgendwie über seinem Körper schwebt. Genau dasselbe, ja. Genau dasselbe. Und ich kenne auch Menschen, die zum Teil das unkontrolliert erlebt haben schon, also wirklich so außerkörperliche Erfahrungen, die das auch so beschreiben. Und es gab schon vor einigen Jahrzehnten einen Unternehmer, der auch solche außerkörperlichen Erfahrungen hatte, der das dann auch systematisch erforscht hat mit Physikern zusammen, wo sie wirklich mit großen Teams von Probanden solche außerkörperlichen Erfahrungen trainiert haben. Und auch da kam dann immer wieder diese Kontakterfahrung mit anderen Wesen zustande. Also insofern spielt es sich auf mehreren Ebenen oder es kann sich auf unterschiedlichen Ebenen abspielen. Meistens allerdings offenbar schon auf der physischen Ebene, wo dann, weil du nach der Agenda fragtest, immer wieder bestimmte medizinische Untersuchungen vorgenommen werden, wie so Art Scans, die stattfinden, Beweglichkeit von Gelenken werden getestet. Aber, und das ist sozusagen der wichtigste Punkt, auch immer wieder ein großes Interesse an den Fortpflanzungsorganen besteht. Und man muss sagen, im Rahmen dieser Grey-Szenarien kommen aber keine Vergewaltigungsszenarien vor. Auch da sozusagen ist es erstaunlich einheitlich. Also da kenne ich keinen Bericht von einem seriösen Forscher, wo gesagt wurde von den Betroffenen, ich wurde da irgendwie vom Grey vergewaltigt. Ja. Das gibt es nicht. Aber zum Teil kommt ein sexueller Kontakt vor zwischen Entführten,
oder auch zwischen entführten und menschlich aussehenden Wesen, die vielleicht eher dann auch Mischwesen sind. Aber in den meisten Fällen geht es eigentlich einfach nur darum, dass von Frauen dann Eizellen entnommen werden und von Männern Sperma entnommen wird. Wie gesagt, Barney Hill hatte das schon dann unter Hypnose beschrieben und das wird immer wieder beschrieben aus aller Welt, so dass dann relativ klar war, es scheint da so eine Art genetisches Programm stattzufinden, was sich dann aber auch durch weitere Beobachtungen und Indizien bestärken ließ, nämlich beispielsweise dadurch, dass Betroffene immer wieder beschreiben, in Räumen gewesen zu sein, wo so eine Art Glaszylinder aufgetürmt waren, wo dann Dutzende kleine Embryos in Flüssigkeiten schwammen. Also offenbar man versucht hat, dort Wesen heranzuzüchten. Und aber auch ein ganz wichtiger und auch ja, für die Betroffenen dann auch ein dramatischer Aspekt ist, dass Frauen immer wieder beschreiben, dass sie plötzlich schwanger wurden, zum Teil unter Umständen, wo es gar nicht möglich war, weil sie keinen Partner hatten zu der Zeit, aber dann sogar eine Schwangerschaft auch vom Arzt nachgewiesen werden konnte durch Herzschlag oder Ultraschallaufnahmen und dann immer nach einem Zeitraum von etwa 3 Monaten diese Schwangerschaft auf einmal nicht mehr nachweisbar war. Oft sind sie aufgewacht und wussten schon, ich bin nicht mehr schwanger. Und das Gefühl ließ sich zum Teil dann sogar auch medizinisch bestätigen, dass der Arzt feststellte, da ist kein Embryo mehr, da ist kein Herzschlag mehr und häufig dann auch halt nicht erklären konnte, was ist da passiert. Jetzt kann es viele Erklärungen geben für einen Schwangerschaftsabbruch. Es kann natürlich auch erfolgen, aber halt in dieser Häufigkeit und in dieser Form und Qualität ist es dann doch schon auffällig gewesen, dass das vorkommt. Und ich kannte die Berichte aus den USA. Und war trotzdem überrascht, dass als ich mit deutschen oder ja, deutschen weiblichen Betroffenen gearbeitet habe, dass mehrfach so ein Szenario mir berichtet wurde. Oft dann erst auf Nachfrage von mir. Ich habe dann mit so einem Fragebogen gearbeitet, wo ich typische Dinge abgefragt habe, wo dann gesagt wurde, oh ja, vor ein paar Jahren habe ich genau das erlebt. Und da wurde mir dann auch ein Detailbericht zum Teil von Angehörigen bestätigt, geliefert, dass sowas passiert ist. Wo man natürlich dann vermutet, es wird ein Embryo sozusagen eingepflanzt und dann nach einer gewissen Zeit wieder entnommen. Und solche Berichte gibt es sogar dann auch, fand ich bei diesen Maya-Nachfahren, wo junge Frauen sagten, sie haben genau sowas erlebt. Also auch das aus einem ganz anderen Kulturkreis, völlig unbeeinflusst von irgendwelchen US-Forschern oder Filmen. Du hast ja gesagt, also jetzt, es scheint, so hast du das zumindest für dich erkannt, so eine Art genetisches Programm zu geben, so eine Agenda. Und es ist ja denkbar, da, wenn es ja auch Berichte gibt aus der Maya-Kultur, dass sowas vielleicht schon lange läuft. Ja. Und wenn man auch annimmt, dass manche Kontakte so ein rein geistiges Phänomen sind, ja, so ein bisschen vielleicht auch wie Geistführer, dann frage ich mich, haben diese Wesenheiten sowohl auf der geistigen Ebene, vielleicht werfe mal sowas ein wie spirituelle Führer, als auch auf der genetischen Ebene, Einfluss auf die Menschheit genommen, auf die Entwicklung des Menschen oder tun das weiterhin oder in welche Richtung geht das? Was denkst du darüber? Ich hau mal so diese Fragen raus, die ploppen bei mir auf, ohne dass ich mich da selber jetzt so positionieren will, dass ich das glaube. Ich bin da wirklich agnostischer Skeptiker, aber ich finde es als Gedankenexperiment super interessant und mich würde deine Meinung dazu faszinieren. Ja, also aktuell muss man sagen, wenn man diese Berichte ernst nimmt, die, wie gesagt, in die Hunderte und Tausende gehen, wo immer wieder diese Hinweise auf so ein genetisches Zuchtprogramm zu finden sind, muss man schon davon ausgehen, dass aktuell so ein Programm stattfindet oder zumindest da, wo die Mehrzahl dieser Berichte kamen in den 80er und 90er Jahren oder auch zurückliegend dann in dieser Zeit durchgeführt wurde. Ob das gerade jetzt im Moment im Jahr 2021 noch durchgeführt wird, kann ich jetzt nicht sagen, aber also aktuell in unserer Zeit ist das sicher ein Thema, wenn man das ernst nimmt. Wie weit das zurückreicht, ist schwer zu sagen und ob vielleicht dieselben oder andere Spezies ähnliches schon mal durchgeführt haben. Ich fand es nur interessant und da weise ich im Buch auch darauf hin, dass es quasi eine Parallele gibt zur Schöpfungsgeschichte der Maya, die ich insofern interessant finde, als sie anders als die Schöpfungsgeschichte in der Bibel sehr viel detaillierter ist und
interessanterweise nicht sagt, es gibt einen allmächtigen Gott, der hat uns erschaffen und Punkt, sondern doch ein sehr umständliches, langwieriges Prozedere beschreibt, wie die sogenannten Götter versucht haben, in mehreren Anläufen, insgesamt fünf, eine ja, menschliche Kreatur zu züchten und relativ genau beschreiben, wenn auch in einer bildlichen oder übertragenen Sprache, dass diese Kreaturen beispielsweise bei den ersten Versuchen bestimmte Eigenschaften nicht hatten und dass der Grund war, warum die Götter diese Schöpfung dann wieder vernichtet haben und mit veränderten Eigenschaften eine weitere Spezies schufen. Und natürlich, wenn man das aus der modernen Brille liest, würde man das verstehen als genetische Eingriffe, um dann, wie beim Mais, den man vielleicht optimieren will, damit er nicht mehr angreifbar ist und widerstandsfähiger ist, man hier wohl versucht hat, seitens dieser sogenannten Götter durch sukzessive genetische Eingriffe den Mensch nach sozusagen den eigenen Vorstellungen zu optimieren. Wobei es dann noch interessant ist, dass am Ende ein Produkt herauskam, was dann, man kann sagen, über das Ziel der Götter hinausschoss, weil die Maya auch dort wieder sehr genau beschreiben, diese ersten Menschen, die dann der Legende nach aus Mais geschaffen worden sind, die hatten wiederum so überragende Fähigkeiten, dass sie alles wussten und alles sahen über das Nahe hinweg hinaus und in das Tiefste des Universums sehen konnten. Ich vergleiche das im Buch dann mit der sozusagen Remote-Viewing-Fähigkeit, die von der CIA entwickelt und genutzt wurde. Also offenbar sehr starke übersinnliche Fähigkeiten hatten, was diesen Göttern dann nicht genehm war und man dann tatsächlich nochmal einen Eingriff vorgenommen hat, um den Menschen diese Fähigkeiten zu nehmen, sodass sie, heißt es dort, nur noch das Nahe sah und ihr Blick trübte sich wie ein Spiegel, den man anhaucht, so beschreiben sie es dort. Also offenbar diese übersinnliche, paranormale Fähigkeit zurückgefahren wurde auf die visuellen Fähigkeiten, sodass wir Menschen jetzt zwar im Ansatz alle das noch haben und ich kenne viele, die da unterschiedlich stark auch begabt sind, auch bei diesen Versuchen dann mit Hypnose. Aber insofern sind da interessante Parallelen und ich halte es insofern, um auf der Frage da zurückzukommen, für möglich, dass sowas immer mal wieder in der Menschheitsgeschichte erfolgt ist. Ja. Echt hot stuff, abgefahrenes Zeug. Ja, ja. Mir stellt sich eigentlich auch so die Frage, wenn da jetzt tatsächlich so Regierungsprogramme schon länger laufen, auch das UFO-Phänomen zu erforschen, könnte man sich ja auch überlegen, rein hypothetisch, vielleicht gab es schon Kontakte, also kontrollierte Kontakte. Ja. Also sag ich mal, gibt es Kräfte, die ja irgendwie so staatlicherseits, so wie in so einem Film wie bei Man in Black, die schon Kontakt mit Außerirdischen haben. Nicht nur so ein, als Abduktionsphänomen, sondern ja, vielleicht wirklich mit denen irgendwie was austauschen. Ja. Es ist ja zumindest so eine Idee, die einem da kommen könnte, ohne dass ich das jetzt behaupten will, dass ich das glaube, aber also als Frage in den Raum gestellt, gerade so Stichwort also Pentagon. Also die Gerüchte gibt es auf jeden Fall. Also ich nenne es mal Gerüchte, weil man es eben nicht, also nach meiner Kenntnis keine verlässlichen Zeugenaussagen hat. Aber es hält sich sehr, sehr hartnäckig seit langer Zeit. Beispielsweise das Gerücht der Präsident Eisenhower hätte tatsächlich ein Zusammentreffen, ich meine mit Grace gehabt und es wäre da auch zu einem Vertragsschluss gekommen. Auch die Nichte von Präsident Eisenhower, die spricht da immer wieder drüber, über diese Dinge. Ich weiß aber nicht, ob sie wirklich da aus der Familie Insiderwissen hat oder das vielleicht auch nur nutzt, um sich interessant zu machen, aber könnte eine Insiderin sein, die das dann bestätigt. Aber man hört es auf verschiedenen Quellen, dass sowas gibt. Ich möchte es auch nicht völlig ausschließen, dass da Kontakte schon stattgefunden haben. Grundsätzlich wird man sagen müssen, dass diese fremden Wesen aber, was Kontaktaufnahmen anbelangt, zumindest was jetzt auch die breite Öffentlichkeit anbelangt, da sehr zurückhaltend zu sein scheinen. Sie arbeiten also immer im Verborgenen, deswegen werden auch gerade die Erinnerungen an solche Kontakterfahrungen quasi immer ausgelöscht oder es werden, das hat sich auch immer gezeigt, solche Deckerinnerungen quasi übergespielt. Andererseits muss man sagen, dass wir schon dennoch viel herausgefunden haben, auch gerade mit der Hypnosetechnik und aber auch durch bewusste Erinnerungen von Personen, sodass viele glauben, und das glaube ich auch, dass durchaus quasi wie so Brotkrumen so eine Spur hinterlassen wird von diesen Fremden,
gerade so viel, dass die Menschen langsam sich an den Gedanken gewöhnen. Und je nachdem, wie offen jemand ist, das dann auch mehr oder weniger schon mal für sich akzeptieren kann, bis dann vielleicht irgendwann auch ein offener Kontakt stattfindet. Aber eben die Absicht ist dieses Bewusstsein, wir könnten nicht alleine sein und es könnte schon Kontakte geben, nach und nach und wirklich sehr so dosiert in die Öffentlichkeit einfließen zu lassen. Ähnlich wie es ja Pentagon im Moment macht mit dieser Kampagne. Da hätte man schon 2017 sagen können, wir haben so und so viel dokumentierte Berichte und hätte jetzt auch viel mehr raushauen können. Aber man macht es sehr, sehr dosiert, um sozusagen die Menschen nicht zu überfordern. Insofern geht da scheinbar das Pentagon ähnlich vor, wie diese fremden Wesen, die kleine Hinweise immer hinterlassen. Ja. Gibt es denn, das wäre jetzt nochmal so ein abschließender Themenblock, Hinweise darüber, woher die Wesen kommen? Also klar, wir hatten schon gesagt, gegebenenfalls interdimensional, dann erübrigt sich die Frage wahrscheinlich, weil wir es nicht greifen können. Aber auf der physischen Ebene, weil es gibt ja immer wieder so Stichworte, die fallen, Plejaden, Sirius, Aldebaran, das ist zumindest, was ich so kenne, was ich mal gehört habe, dass man da so irgendwie Sachen vermutet. Antarktis wäre natürlich auch noch so ein Ding, das wäre so ein Alien-Narrativ, also Nazi-UFO-Narrativ, was da reinspielt. Wie siehst du das, wie schätzt du das ein? Ja, also man muss ja aufpassen, was diese Information anbelangt, weil halt eben auch viel im Internet herumgeistert, wo man dann oft nicht sagen kann, ist die Quelle seriös oder nicht. Vor allem nehme ich Informationen oder auch andere Forscher sie natürlich dann ernst, wenn verschiedene Quellen unabhängig voneinander auch kulturell verteilt oder auch über zeitliche Abstände voneinander unabhängig selbe Dinge behaupten. Was so diese Narrative mit Plejadian und Aldebaran und so anbelangt, möchte ich nicht ausschließen, dass da was dran ist. Ich glaube, die sogenannten Plejadier, die werden auch als diese menschenähnlichen bezeichnet, die in der Tat in der Forschung auch immer vorkommen. Ob diese menschenähnlichen tatsächlich von dem Sternsystem kommen, kann ich nicht sagen. Was man sagen kann, wo so ein bisschen sich die Indizien erhärten, ist, woher diese Greys angeblich kommen. Wobei man auch da sagen muss, bei den Greys selber ist es wahrscheinlich komplexer, dass es da verschiedene Subspezies sogar gibt. Auch das sagen mir amerikanische Forscher. Auch die Nichte von Betty und Barney Hill, die da selber viel mitbekommen hat von ihren Verwandten und auch Dinge erlebt hat, die forscht auch selber auf dem Gebiet seit Jahrzehnten, auch für diese MUFON-Organisation, die sagt auch, es gibt diverse Grey-Unterspezies, die vielleicht dann auch eigene Agenten haben. Aber zumindest scheint ein Ursprung, also wird gesagt, das Sternsystem Zeta Reticuli zu sein. Da gibt es mehrere Quellen, also ich meine im Buch nenne ich drei oder vier, die das sagen. Ganz interessant ist, dass, und da kommen wir wieder zu Betty und Barney Hill zurück, dass damals schon, also 68, als das war, bei diesem Vorfall an Bord dieses Raumfahrzeugs, Betty Hill behauptete, ihr sei von dem Anführer dort eine Sternenkarte gezeigt worden. Sie hat dann diese Sternkarte unter Hypnose versucht nachzuzeichnen. Und dann gab es eine Hobbyastronomin und Lehrerin, die sich wirklich die Mühe mal gemacht hat und versucht hat, aus diesem zweidimensionalen Bild, in dem sie alle sozusagen nahen oder einen bestimmten Umkreis Sterne in einem 3D-Bild erzeugt hat, indem sie den wirklich so aufgehängt hat an Faden und sozusagen ein dreidimensionales Modell eines bestimmten Abschnitts unserer Galaxie hatte. Die hat das dann abgeglichen und geguckt, aus welcher Perspektive könnte denn diese 2D-Sternenkarte, die Betty Hill gezeichnet hatte, in dieses 3D-Schema passen. Und danach kam sie dazu, wenn ihre Einschätzung so stimmt, dann ist das der Planet, von dem die Wesen sagten, sie kommen daher, Zeta Reticuli. Das Ganze wurde dann sogar in einer astronomischen Fachzeitschrift dann auch behandelt, natürlich mit Kritik und Gegenkritik und Ähnlichem. Und es gab aber danach noch zwei oder drei Zeugen, die auch sagten, Zeta Reticuli spielt eine Rolle.
Beispielsweise meine ich, dass der Physiker, der da auf dieser Area 51 oder S4 gearbeitet hat, gesagt hatte, dass bevor er mit den Arbeiten begonnen hat, wurde ihm so eine Art ja, Einführungsmemorandum gezeigt. Und da hätte auch drin gestanden, dass die Wesen von Zeta Reticuli kommen. Also da stößt man mehrmals schon auf den Begriff. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, ist natürlich immer schwer zu sagen. Weißt du zufällig, wo, in welchem Sternbild das irgendwie einzuordnen ist? Mir sagt jetzt Zeta Reticuli bisher nichts. Ich höre es heute zum ersten Mal. Weiß ich jetzt ad hoc auch nicht. Man findet es natürlich, das ist, meine ich, ein Doppelsternsystem. Und das war auch interessant, weil, glaube ich, auf der, wenn ich es jetzt richtig hinbekomme, auf der Karte von Betty Hill ein Doppelstern gezeigt wurde und man diesen Begleitstern aber erst später, meine ich, entdeckt hat. Also insofern war das eine ganz interessante Parallele, das was bestätigen würde, dass das wirklich dieses Zeta Reticuli-System ist. Aber müsste man mal kurz googeln, ja, in welchem ist ja, Sternbild mache ich auch findete. Gleich nach unserer Sendung. Da werde ich mal gucken. Ja, ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen. Also Marcel, ich danke dir wirklich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, dass du so viel Information mit uns geteilt hast. Für mich ist es ja ein Thema, wo ich wirklich Laie bin. Ich habe andere Themen, wo ich viel erzählen kann. Hier bin ich wirklich interessierter Zuhörer. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Du hast eine sehr lebendige, also inspirierende Art, das so zu erzählen. Man merkt, du brennst dafür. Du könntest wahrscheinlich auch noch weitere 10 Stunden erzählen. ja, also, liebe Zuschauer, der Strom ausgeht. Hier nochmal Werbung. Marcels Buch, es ist wirklich gut. Ich werde es unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken, auch die anderen Bücher von Marcel. Und ja, wir beide haben uns schon vorgenommen, wir werden auf jeden Fall noch ein zweites Video, mindestens ein zweites zusammen produzieren. Ja, im nächsten Video wird es nicht um die UFOs und Entführung gehen, sondern um das, ja, sag ich mal, noch heiklere, noch heißere Eisen, aus meiner Sicht um das Thema rituellen Missbrauch, ein zweiter Themenkomplex, an dem du intensiv geforscht hast. Also, liebe Leute, wenn euch diese Sendung gefallen hat, da kommt Nachschub, ein anderer Themenbereich, genauso ein Hot Stuff, den wir ergründen werden. Und ja, in dem Sinne wirklich, Marcel, vielen lieben Dank. Ich danke dir für die Einladung, für deinen offenen Geist, für die wirklich auch gewinnbringenden Fragen, die es mir natürlich dann auch wesentlich einfacher machen, in interessante Bereiche vorzustoßen. Danke dir. Ja, sehr gerne. Also, liebe Leute, in dem Sinne, ciao und bis bald.